Ja, heute haben wir einen Ausflug geplant, und zwar an einen Fluss. Und mit dabei ist heute Daniel auch noch, Kollege von Armando. Say hello. Hello. Hello from Mexico. This is for Switzerland? Yes. Yes. Hello. Ja, wir sind jetzt hier gerade, wir haben jetzt gerade einen Halt gemacht. Wir haben jetzt hier so einen Drink da bekommen. Das ist ein Tender. Das ist so ein Wurz. Ne? Und die machen da ganz rauf, das ist so den Drink. Ich glaube, Alkohol ist Gonel quasi. Alkohol, ja. Und Chips machen sie auch aus dieser Wurzel. Das ist so ein herziger Laden hier am Strassenrand. Auf dem Weg zu unserem Fluss, wo wir jetzt gehen. Wir sind jetzt gerade auf der Autobahn und schauen wir mal, was da kommt. Viva Mexiko! So, wir sind jetzt hier also angekommen. Hier oben hat es so ein Schmetterlingmuseum, aber es hat irgendwie nicht so gross Schmetterling rum gehabt. Und jetzt laufen wir hier runter zum Fluss. Vielleicht hören das schon ein bisschen. Und es hat noch Wasserfall dort, also es sieht recht cool aus. Man sieht zwar von da noch nicht so viel, aber das würde ihr jetzt gerade sehen. Güte, ist das schön da. Zieh dich das mal rein. Unglaublich schön. Und das ist der Fluss, der entspringt da. Das ist so ein Berg da. Und das Wasser kommt alles aus dem Berg raus. Das ist eigentlich da, wo der Fluss entspringt, schlussendlich. Da ist alles da durch ab. Und ich habe hier überall, vielleicht gesehen das, kann man das so ein bisschen, gerade beim Wasserfall durchlaufen und es ist mega, mega eindrücklich. Mega geil. Und man kann jetzt hier schwimmen, das machen wir jetzt gerade. Aber es sollte recht kalt sein. Mal schauen. Aber nice, mega schönes Wasser und alles. I love it, super geil. Also ich muss sagen, ich bin recht beeindruckt von diesem Ort. Es ist einfach wunderschön hier. Und ja, jetzt gehe ich noch ein paar Fotos machen. Es eignet sich ja hervorragend, hier bei dieser Kulisse um ein paar schöne Pictures zu machen. Und ja. Also immer wenn ich denke, irgendwie da kann es nicht mehr schöner werden, kommen wir wieder an einen Ort, der wunderschön ist. Schau ich das an. Da mit dem Fluss. Da im Hintergrund noch die Berge. So geil. Der Ort ist der absolute Wahnsinn. Also jeder, wo hier auf Veracruz geht, muss unbedingt hier hinkommen. Ich glaube nicht, dass das viele Leute kennen da, weil es ist recht ab vom Schuss. Aber unbedingt anschauen. Ich verlinke euch den Ort von dem Namen verlinke ich euch unten, damit ihr das allenfalls auf eure Bucketlist könnt schreiben. Wir sind jetzt wieder bei der La Famosa Lili. Ja.
am die Chips essen aus der Malanga. Malanga. Aus der Pflanze und die sind sensationell. Das, was jetzt nicht gerade gebrannt hat, das war eine Zuckerplantage. Und anscheinend wird das so gemacht, ich habe keine Ahnung von dem, dass die, wenn der Zucker oder das Zuckerrohr gewachsen ist, dann verbrennen sie das Zeug. Verbrennen. Und nachher dann sie es am nächsten Tag dann sie es ernten und bringen es dann nachher zum Zucker dann nachher extrahieren. Anscheinend wird das so gemacht. Kein Plan. Wird sicher so stimmen. Und ja, habe ich aber auch nicht gewusst, dass sie das so machen. Weil ja, da war ein recht grosses Feuer gewesen. Und ich habe mich gefragt, warum das die so ein grosses Feuer machen. Ja, wegen dem Zucker. Wegen dem Zucker. Ja, liebe Leute, das Video ist ein bisschen kürzer als sonst. Aber ich glaube, der wunderschöne Ort hat es verdient, ein eigenes Video zu haben. Und deshalb beende ich das Video an dieser Stelle und dann würde ich mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dann, ciao, ciao.